herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Let's Play Battlefield 4 auf PS4 Online. Ich bin immer noch in der Testphase, hoffe diesmal klappt es noch ein Tick besser mit dem Sound. Wir werden es einfach ausprobieren und ich starte gleich mal los. Und zwar, wie wäre es, wenn wir heute einfach nochmal eine Runde Rush spielen, einfach weil es so schön Spaß macht. Und ich sage, wir starten auch gleich los. Ich werde noch schnell einen Server suchen. Was haben wir denn da so an Auswahl? Dragon Thief. Einer von 32 Spielern. Ja, das wird nicht so toll. Okay, wir nehmen jetzt einfach den hier und starten rein. Wenn ihr mal einen anderen Spielmodus sehen wollt, Eroberung oder Luftangriff oder irgendwas, schreibt es in die Kommentare. Ich werde es berücksichtigen. Freue mich immer auf Feedback. Und ich gebe auch gerne Feedback zurück. Sobald in Zukunft auch endlich mal neue bzw. schöne Spiele zum Let's Playen rauskommen, werde ich auch diese Projekte dann in Angriff nehmen. Ich habe da in Zukunft auch ein paar Sachen in Planung, natürlich Dead Island 2, Dying Light, Minecraft PS4, und je nachdem, was noch so rauskommt, Bloodborne, denke ich mal. Aber das wird die Zukunft zeigen. Wir sind jetzt erstmal im Battlefield und ich starte auch gleich los. So. Auf geht's, ab geht's. 3 Tage wach. So. Sind wir denn? Squad-Leader? Da ist es schon. So, einer weniger. Einsatz hier Bravo wurde vom Feind scharf gemacht. Feindliche Drohne gesichtet. Entkämpft Marine Patrouille. Schon, 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 schon. Wir haben die Gefechte an, um einen Einsatz hier Bravo entschärft. Viele fragen sich jetzt, oh, was ballert der da auf dem Heli rum? Ganz ehrlich, beim Little Bird ist die Scheibe so groß, da kann man ruhig mal auf den Piloten ballern. Wenn es manchmal nicht viel bringt, aber wie gesagt, ich versuche mein Bestes. Jede Behinderung der Gegner ist immer noch ein Pluspunkt für unser Team. Deswegen versuche ich einfach so viel Unruhe zu stiften, wie es geht. Piloten ärgern, irgendwo dazwischen funken, was auch geht. Ich scheiße auf meine Stats. Natürlich mein viel Flugburn, aber ich werde es versuchen zu minimieren. Da war doch gerade noch irgendwas. Okay, da habe ich jetzt gerade geschlafen. Da habe ich jetzt geschlafen. Das habe ich nicht gesehen. Das ist oft so. Man guckt in eine Richtung, hat die Augen aber eigentlich ganz woanders. Zumindest geht es mir so. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Keine Ahnung. Ich habe zwar C4 dabei, aber ich bin kein Freund von diesem fiesen C4 an Funkstationen Klatscher. Ich mag das selber nicht, wenn ich da rangehe und dann in die Luft gesprengt werde, bloß weil da so ein Affe irgendwo sitzt. Ist nicht ganz meins. Wenn ich jetzt einen Raketenwerfer dabei hätte. Ja, wo kommt das denn her? Ach, da oben am Fenster. Siehst du, und schon wieder die Augen ganz woanders gehabt. Meine Güte. So. Wo können wir denn was ausrichten hier? Auf der Insel wäre eigentlich ein Pionier viel besser. Ich glaube, ich nehme es einfach mal Pionier. Normalerweise überraschen mich entweder Versorger oder Sturmsoldaten. Aber
glaube, hier wäre echt nicht genug Mist. Vor allem, wenn diese nervigen Hunde hier die ganze Zeit sind. Na schön. Vielleicht sieht mich auch keiner. Einsatz für Bravo Blöde Heli, die auf den Mein Kamerad wurde getroffen! Einsatz für Bravo wurde vom Feind scharf gemacht! Verdammt, ich fluch schon wieder. Diese kleinen Roboter sind ganz schön lustig eigentlich. Aber irgendwie merkwürdigerweise voll schwer zu treffen in so einem hitzigen Gefecht. Was ist denn hier los? Wir verlieren ein Ding nach dem anderen. Weiß noch früher morgen. Was ist oh Gott. Saubere Runde zum Einstieg. Echt. Naja. Nächste Runde wird hoffentlich besser. Ich werde so ein, zwei Runden spielen, wie immer. In pro Aufnahmesession mache ich immer nur so ein, zwei Runden. Das sind dann immer so ein, zwei Folgen, denke ich mal. So. Was haben wir denn da so? Aha, aha, aha. LMG, aha, aha. Naja, nicht so prickeln. Ey, den kenne ich doch, den Cordon Dallas. Mit dem hatte ich der letzte schon mal eine Runde gehabt. Mit der letzten meine ich natürlich heute Morgen. Nun gut, nächste neue Karte, neues Glück. Ich werde jetzt einfach mal auf mich zukommen lassen, was jetzt passiert. Ich weiß jetzt gar nicht, sind wir Angreifer, sind wir Verteidiger? Wir sind Angreifer, das ist schön. Da kann ich mal wieder das M16 auspacken. Da bin ich eigentlich Fan von. Oder, aber ich schnapp mir einfach mal das Ding hier. Ich stehe auf das Teil. Hab's aber ganz selten mal selbst in die Hände. Deswegen werde ich jetzt einfach mal versuchen, da ein bisschen Sperrfeuer zu geben. Das stimmt ganz lustig. Achtung, ich habe einen feindlichen Soldaten in eurem Gebiet gesichtet, Ober. Oh, meine Rakete abschieben und ich habe einen feindlichen Soldaten gesehen. Ganz schön schwer bei so einem Wellengang hier irgendwas zu treffen. Aber ich bin. Also ich bin definitiv. Moment, ich will mit! Ich bin definitiv absichtlich hier auf Abstand. Weil sobald man nah genug dran ist, fangen wir an, einen Raketen so zu smashen. Bitte Tempo, wenn ich bin da! Ich habe es feindlich geschafft, ins Gesicht. Sprengsatz an Einsatzziel Bravo angebracht. Ah. Der Sprengsatz an Einsatzziel Bravo wurde vom Feind entschärft. Jawohl, endlich. Da sehe ich gerade niemanden. Ich habe die feindlichen Soldaten gesehen. Falls man näher ran. Vorsicht, ich habe den feindlichen Scharfschützen gesichtet. Over. Scheiße, jetzt habe ich gleich die Flares zu früh los, glaube ich, bin mir nicht sicher. Nee, sehe ich überhaupt nicht. Ich habe den Geschützen gesichtet, Ober. Ich sehe eigentlich relativ wenig. Ich wollte gerade mal meinen Kollegen da retten. Vorsicht, ich habe den feindlichen Scharfschützen gesichtet, Ober. Komm schon, lad nach. Keine Muni mehr. Ich
Sicher Sniperbeschuss in eurem Gebiet, over. Einfach nur ein bisschen Sperrfeuer zu geben, damit meine Kollegen da ein bisschen vorankommen. Ist aber gerade gar nicht so leicht. Merke ich. Vor allem, weil ich keinen einzigen Gegner sehe. Ich versuche zu markieren. Oh. Volltreffer! Multikill! Oh oh! Mein Boot ist so gut im Arsch. Ach, das war jetzt zu spät. Ich hab's zu spät gesehen. Tut mir leid, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Aber ein bisschen Unterstützung konnte man geben. Ich wollte das Ding halt einmal steuern. Und euch natürlich auch mal zeigen. Ich weiß, es geht. Ich hab mich mal ein bisschen schlau gemacht. Es gibt eine Menge Battlefield Online Let's Plays und alles. Aber wie gesagt, im Moment ist die Auswahl noch ein bisschen mager, was es angeht auf PS4. Und da ich ausschließlich PS4 Let's Plays machen werde, ist es halt mir, sind mir ein paar Hände gebunden. Ich hätte noch ein paar Alternativen, aber ich weiß ja nicht, wie euch das gefällt. Zum Beispiel War Thunder hätte ich noch zur Anbietung. Warframe. Und Dead Nation Apocalypse Edition zum Beispiel könnte ich machen. Outlast hätte ich eventuell auch noch. Aber wie gesagt, falls euch was einfällt, schreibt es in die Kommentare. Und ich werde es mir mal durch den Kopf gehen lassen. So, aber nun genug gelabert, zurück zum eigentlichen Geschehen. Mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Irgendwie kommen wir hier nicht ganz richtig voran. Es setzt sich immer alles so fest. Das mag ich überhaupt nicht. Wie kommen wir denn da jetzt am blödsten hin? So nicht. Das ging echt schnell. Na gut, das ist schon heftig. Also, dass man so schnell auf die Schnauze kriegt, das hätte ich nicht erwartet. Ganz ehrlich. Unfassbar. Ja, ich überspringe das mal, das will ja eh keiner sehen. Was? Ich bin sogar der Erste auf unserer Seite. Mit 8 Kills. Das ist jämmerlich. Das ist wirklich jämmerlich. Na gut, schau dir mal unser Team an. Das ist schon ein bisschen bitter. Hoffentlich wird's nächste Runde besser mit dem Team Balancing. Oh Junge. Unfassbar. Mit 8 Kills und 1800 Punkten bin ich der Erste auf unserer Seite. Naja, jetzt sind wir Verteidiger, hoffentlich. Es kann ja nur noch schlimmer werden. Oder besser. Vielleicht, wer weiß. Ob es das wird oder nicht, erfahren wir aber allerdings erst in der nächsten Folge. Denn ich mache hier einen kleinen Cut und wir sehen uns im nächsten Part. Also, bis dann erstmal. Tschüss.